kleinen Hunde, solche kleinen Hunde. Ja, ich kann nicht. Ist es jetzt online? Ja. Hier ist mein Mikrofon. So, moin, Liko, moin, moin. Wir legen direkt los. Guck mal hier. Komm, schieß mich mal bitte ab, Bro. Komm. Danke, bin live. Geil. Ey, kann von euch jemand irgendwie so ein Admin oder so holen? Kann jemand von euch ein Admin holen? Wir müssen den hier. Das ist hier ein FAP-Typ. Der macht Gun Abuse. Der macht Gun Abuse hier, dieser kleine Kek. Der macht Gun Abuse. Aber macht die Sirene aus! Alter! Junge, war das laut. Ist der geliebt jetzt oder was? Der soll mal weggehen, Alter. So ein dummer Typ, Alter. Denkt er hätte auch die Macht, weil er eine Waffe hat. Okay, hier sieht man den Namen. Er hat hier gerade einen anderen SDK-Typen abgeschossen. Sogar live auf Ehre. Ey, kann mal jemand hier. Ich spiele gerade Berlin vor 3. So, okay, jetzt aber erstmal wirklich jetzt hier. Erstmal, wir müssen erstmal eine Begrüßung kriegen. Ich bin ja gerade wieder ein bisschen daneben, weil gerade hier wieder FRP gemacht worden ist. So, willkommen zurück jetzt zu diesem offiziellen Stream. Zu diesem einmaligen offiziellen Kack-Stream. Hi, habe Berlin vor 3 eben auch gezockt. Mann, kommt nicht in den Autohändler. Ja, das ist ein Bug. Weißt du, der nervt mich auch übertrieben. Hi, Holoviren, willkommen Stream. Elton und Daniel, was ist denn? Was gibt's? Hat irgendjemand Kontakt zu irgendeinem Admin? Oder kann jemand in den Discord-Server? Weil solche Typen will ich irgendwie gar nicht. Die sollen aus dem Game, weil. Keine Ahnung, Digga. Die haben nichts zu suchen in RP, wisst ihr? Marcel Taylor Bornemann, hallo. Ist mal Lidl auf im Stream. Okay. Ah, hier ist auch Lidl. So. Der Autohändler funktioniert nicht. Das haben wir jetzt festgestellt. Das ist ja so ein doofer Bug. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes machen. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, in welches Team wir gehen. Ich gehe nach eurer Nase und ja. Ich bin neue. Hi, das freut mich, dass du neu bist. Willkommen auf den Kanal. Walle, hey, willkommen Stream. Ihr dürft jetzt entscheiden, welches Team ich gehe. Ich gehe jetzt nach eurer Nase, weil. Ich habe Langeweile. Boah, guckt euch diesen sexy Typen an, Alter. Boah. Also, dass der noch Single ist, da weiß ich auch nicht mehr, ne? Ja, moin, Bro. Ja, moin, was geht? Serena, warum sind die so laut immer? Also bei mir kommt das ja übelst laut raus. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch rauskommt, ob das auch so laut ist. So mache ich die Stream-Lautstärke nochmal ein bisschen runter. Das ist wieder dieser FRP-Typ. Oh, safe, ne? Safe, oder? Das sind typisch halt diese kleinen Kinder, ne? Typisch halt diese kleinen Kinder. Polizei, Feuerwehr, Polizei, Polizei, Bratwurst. Okay, Bratwurst, wer weiß. Polizei, SEK, ADAC. Wisst ihr, was ich mache, Leute? Ich mache jetzt eine Abstimmung und die Abstimmung, die am meisten gewählt wird, gewinnt. Das kann man ja hier so machen. Ich mache jetzt hier so eine Umfrage. Welches Team gehen wir? Fragezeichen. Auch warum sind Caps schon wieder aktiviert? Das regt mich auf. Welches Team gehen wir? Fragezeichen. So, das erste heißt Polizei. Was wurde noch gesagt? ADAC wurde gesagt. ADAC. Option hinzufügen. SEK.
SEK, Polizei, was hatten wir noch? Feuerwehr hatten wir, glaube ich, auch noch. Feuerwehr. So, die Sachen kann ich euch jetzt fragen. Ich habe jetzt eine Umfrage erstellt. Da könnt ihr jetzt drauf gehen und könnt jetzt ja wählen. Und die Umfrage, die am meisten ausgewählt und ausgesucht wurde, da in dieses Team gehen wir. Zoll habe ich nicht gekauft, aber SEK habe ich gekauft. Also SEK führt gerade, ne? SEK ist gerade am Führen. Ich glaube jetzt nicht mehr so. Ich war hier noch nie im SEK-Team, das kann ich euch jetzt schon sagen, bitte. Okay, SEK ist 50%, dann geht Polizei, geht auch schon hoch auf 25%. Bei mir erscheint die nicht. Okay, wir lassen jetzt ein bisschen laufen. Ich lasse jetzt ein bisschen laufen, Leute. So ein paar Minütchen, zwei Minütchen. Währenddessen tanzen wir hier ein bisschen mit diesem Schild herum. Ne? Willst du mit mir ausgehen heute? Komm, hier gibt es doch bestimmt eine geile Bar in Berlin. Das kann ich dir sagen. Ich reiß dich auch ein bisschen aus dem Boden und dann können wir heute gerne ins Bett gehen. Das ist kein Thema. Nur ich glaube, du bist ein bisschen fest und hart. Deswegen nehme ich mir doch lieber eine andere. Oha! Oha! Vielen, vielen, vielen Dank, Alter. Bartek, vielen, vielen Dank. Ich küsse dein Herz, Alter. Ich küsse deine Augen. Ey, willkommen in der bei Baby Daniel, Alter. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank, Digga, dass du Kanalmitglied bist, Alter. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Dass ich das nochmal erleben darf in meinem ganzen Alltag. Dass jemand Mitglied wird im Stream, das habe ich noch nie gehabt. Und das bin ich jetzt, Alter. Ich krieg schon leicht Tränen in den Augen vor Freude. Das ist wirklich richtig. Vielen, vielen Dank, Alter. Vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Vielen Dank, Alter. Ich kann wirklich nicht mehr als Danke sagen, weil, Brudi, ich danke dir wirklich vielmals. Ja. Alle mal Herzen bitte in den Chat für den lieben Bartek. Alle mal Herzen in den Chat. Alle mal Herzen in den Chat rein spammen für ihn. So, ich würde sagen, SEK hat geführt, deswegen werde ich die Umfrage jetzt beenden. Ich werde die Umfrage jetzt beenden. Da sehen wir es auch nochmal, welches Team gehen wir. SEK hat 37%. Das heißt, genau, Janik, Herz, vielen, vielen Dank für dein Herz. Macht mal alle Herzen rein. Alle mal schön Herzen rein. So. Wir gehen ins SEK-Team. So, das wolltet ihr ja so. Team. THW, Zoll, MEK. Warum ist denn SEK so weit hinten hier? Genau. Also wenn schon, muss man auch schön begrüßt werden hier. Also als schön ein Dankeschön bekommen. Kann ich mir das hier irgendwie an? Achso, ich muss dagegen laufen. Okay, ist auch gut zu wissen. Jetzt ziehe ich mir das auch noch an. Hi. Willkommen. Hallo. Soll ich mir jetzt so einen Helm auch anziehen? Ich glaube, Busmann, ja, ne? Oh Gott, sehe ich jetzt scheiße aus, Digi. Oh mein Gott. Geil. Okay, was haben wir denn hier für Schönes? Okay, wir haben hier so eine Waffe, haben wir. Okay, die schießt doch, okay. Ich gucke deinen Stream. Nice. Okay, wie kommen wir denn hier raus? Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir rauskommen. Junge, was ist das denn für eine abgefuckte Sirene, Alter? Alter. Holy shit. So, jetzt können wir erstmal gucken, was sie hier für einen Wagen nehmen. Ich muss sagen, den BMW bin ich jetzt nicht so von der Fan. Von dem Typen auch, von dem Wagen auch nicht. Zweimal der Vito, okay. Ich weiß nicht. Warum zur Hölle hat der zwei Lenkräder? Einmal von Mercedes und einmal von No Name, würde ich sagen. Diesen Teil finde ich zu. Ich nehme jetzt einfach das hier, oder? Ich nehme jetzt einfach das Fahrzeug. Das hier. Ich nehme jetzt einfach ein Vito. Aber man kann immer was Nettes tun. Ja, das stimmt. Support ist auch immer das. Ne, den Menschen gegenseitig zu helfen, ist immer sehr, sehr nice. Und das freut dann halt auch den Streamern. So. Auf jeden Fall, ich danke dir vielmals, dass du das rausgehauen hast. Mach das hier nur schon mal an. Achso, das geht dann schon direkt an. Okay, das wusste ich nicht. Okay. Never mind. Überhole ich den Typen hier mal. Und ich weiß jetzt nicht, was wir genau als SEK so machen können.
Alle SEK-Beamten zur Polizeiwache. Okay, dann haben wir doch schon was zu tun. Okay. Warum nicht? Okay, hier haben sie den Blinker ein bisschen reingeschissen. Ne? Hier haben sie so Blöcke gemacht. Der ist nicht so schön. Na, das sind so Blöcke dran. Das ist jetzt nicht so nice. Vorne ist er, glaube ich. Ah ja. Ja, direkt mal gegen so einen Zaun gefahren. Wir können aber hier mal diesen Schießstand hier ein bisschen machen, oder? Ne. So, wir gehen jetzt da raus. Wer hat uns da überhaupt gerufen? Ist das er hier? Ne, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich möchte einmal hier in den Schießstand wieder reingehen. Servus, Fischer. Warte, please, auf mich. Ich bin noch hier im Game. Ihr könnt mich überall hier finden, Leute. Ich hab mich überall. Was ist das denn, ne? Oh Gott, was habe ich jetzt gedrückt? Irgendwas habe ich gemacht, glaube ich. Boah, krass, Alter, bin ich gut. Boah, Digga, krass, bin ich gut. Mal an, wie gut ich bin. Ich treffe ja hier jedes Löchlein. Boah. Bin mega gut. Ich finde es nice, dass es immerhin hier einen Schießstand gibt, weil Polizeibeamte müssen natürlich auch ein bisschen üben. Ja. Müssen uns jetzt einfach mal vorstellen, dass hier dieser rote Punkt, das ist Fischer sein Kopf. Und dann müssen wir natürlich auch gegen Fischer hier so einen schönen Hass erwecken und dann schön nach, oh, schön reinballern. Nee, Fischer, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Hashtag Daniel Gang, auf Ehre. Wie geht es dir? Mir geht es gut und dir? Schade, dass, oder Marcel. Marcel, da sind. Ne, Marcel ist im Urlaub und Till, ihr wisst ja, Till ist nicht so der RP-Freak, deswegen brauche ich ihn. Der Bankautomat bei der Feuerwehrwache wurde ausgeraubt. Okay, ey Männer, jetzt muss aber hier mal loslegen. Komm, wir müssen hier die Täter schnappen. So, bitte fahren. Geh mal aus dem Weg! Was da bleiben müssen? Er kann aber auch den Chat hier nicht lesen, ne? Ah! Oh mein Gott! Der Wagen kommt aber schnell ins Driften, das wird ein Problem für mich. Leute, ich sag's euch ja nicht immer wieder gerne, aber wenn wir hier im Game sind und ihr mir Moin schreibt oder so, macht das lieber im Live-Chat, weil ich kann schlecht beim Fahren oder so zurückantworten. Das, Junge! Wird nur einen Unfall geben. Alter, das war sau knapp, Alter. Der hat auch Probleme. Die müssen alle mal. Oh, Junge, der Wagen kommt so schnell ins Driften. Das ist unnormal krass. Mit dem Wagen nehme ich mir nicht nochmal. Das sage ich euch. Ich stecke schon fest. Das war's wieder komplett. Ah, jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Okay, weiter, 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 weiter. Oh, man muss auf. Okay, alles klar. Trotzdem war es schön, dass du dabei warst. Ich mag RP nicht. Ja, es mögen nicht viele. Also, es ist natürlich Geschmackssache. Ja, wenn ihr RP nicht mögt, dann müsst ihr den Stream auch nicht gucken, weil, ganz ehrlich, ihr guckt am besten auch nur das, was ihr mögt und das, was ihr auch schauen wollt. Es bringt nichts, einen Streamer oder YouTuber zu schauen, dass deren Content euch nicht gefällt, wisst ihr? Oh Junge, wir rasten ja alle aus. Okay, jetzt irgendwie leckt das Internet gerade ein bisschen. Ja, also ich würde mal sagen, der Typ hat sich schon lange auf dem Weg. Ich kann den einfach als SDK-Typen ausrauben. Ah, alles klar. Ja, der Typ hat sich schon längst verpisst. Das ist schon, also der ist schon weg. Der ist schon auf alle Berge. Also, erstens bauen wir mal hier 1000 Unfälle. Das ist schon mal der Fakt, dass wir den nicht gekriegt bekommen haben. Was zieht so eine Waffe auf mich her, ey? Sag mal, Kollege, Alter. Ich hab einfach eine Waffe auf mich. Hab schon 25 Stunden. Ich mag RP. Genau, die Leute, die RP mögen, die können gerne da bleiben. Also, natürlich, ne? Also, wie gesagt. Ich zwinge niemanden zuzuschauen, Leute. Wenn ihr was anderes schauen wollt, wenn ihr was anderes in eurer Freizeit macht, guckt niemals irgendwie YouTube oder so. Macht lieber was mit eurer, was in der Freizeit, was euch besser gefällt, weil YouTube ist das,
allerletzte, was ihr noch am Tag machen könnt. Abends im Bett chillen oder so. So mache ich es. Ich mache tagsüber, zocke ich ein bisschen, mache ein bisschen YouTube so. Und wenn ich dann YouTube schauen will, lege ich lieber abends im Bett so. Wenn ich sowieso nichts zu tun habe, bin ich abends im Bett und schaue dann ein bisschen YouTube, was meine Abos so hochladen und so. Ich fahre mit dir, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, kannst gerne mit mir fahren. Ja, wie gesagt, also jeder hat seine anderen Geschmacksrichtungen. Blinken, ja, du bist auch ein Schlaumeier, ja, ne? Als ob sich da jeder dran hält. Als ob auch die Polizei möglicherweise bei jeder Kante blinkt. Glaub mir, ne. Jetzt sagt er, wir wetten, komm mal, wir fahren jetzt mal extra 150. Jetzt sagt er, wetten zu schnell. Wenn er das jetzt schreibt, dann kann ich Gedanken lesen. Ich sehe es schon kommen, wie er das schreibt. Ich programmiere inzwischen neben Stream ist chillig zuzuhören. Ja, nice. Du bist der beste YouTuber der Welt. Oh, wisst ihr, das sagen sehr viele. Aber irgendwann mittlerweile, irgendwann nach einer Weile sieht man die Zuschauer gar nicht mehr, wisst ihr? So, es schreiben dann so rein, boah, du bist der beste YouTuber der Welt, aber sie ist zu schnell. Ich wusste es, Digga. Ich wusste es. Achso, der guckt auch noch meinen Stream, deswegen. Ah, ja. Und auf jeden Fall sage ich euch eins, irgendwann werde ich diese Leute gar nicht mehr, werde ich diese Leute, die jetzt hier im Live-Chat, die werde ich irgendwann auch länger Zeit irgendwann nicht mehr sehen. Wenn ich, sagen wir jetzt mal einfach mal, wenn ich 2 Jahre noch YouTube mache, seid ihr längst nicht mehr. Kann ich euch sagen. Oder ich kann euch einfach nicht mehr sehen, weil ich irgendwie schon so berühmt bin, Papa, dass ich von euch gar nichts mehr sehe. Ich muss ja auch ein bisschen nebenbei meine Garnelen essen. Verstehe. Dann wieder in der Feuerwehrwache. Und ich kann kein Auto fahren, weil ich gerade esse. Das gibt's doch nicht. Nein! Nein! Jetzt war mein Finger fertig und jetzt ist der fettige Finger auf die Tastatur gekommen. Scheiße. Oh nee. Das. Nein, 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 nein. Ah, ist das ekelhaft. Egal. Ich darf jetzt nicht mehr. Okay, nochmal, let's go. Hä, warum macht er das denn nicht? Hä? Die Sirene will mich verarschen. Ja, go, 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 stress mich nicht. Die Sirene ist kaputt. Die ist kaputt. Ach ja, jetzt geht's ja, ne? Ja, komm, leck mich. Kühlt sich ein bisschen ab. Oh nein, das geht schief. Das geht schief. Ich wusste, dass das schief geht. Nein. Hauptsache der Wagen kann noch blinken. Ja, weiter wie denn? Dann nimm dein eigenes Auto und stress mich nicht. Leute, ich kann euch einen Tipp geben. Fahrt niemals mit mir mit. Ihr wisst ganz genau, dass das der Fehler ist, weil ich nur Unfälle baue. Ja? Niemals mit mir mitfahren. Ja, wir kommen hier nicht mehr raus, Bro. Ne, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir müssen uns resetten. Geht nicht anders. Wir kommen da nicht mehr raus. Jetzt lohnt es sich eh nicht mehr dahin zu fahren, weil die sind, wie gesagt, wieder auf ne, zu weit entfernt wieder weggefahren. Ich heiße auf Roblox Gamer 2019 zockt, aber hat Fischer auch schon beantwortet.
Ja. Einfach mal so rausgebacken. Geil. Junge, wer ist denn die ganze Zeit an der Feuerwehrwache und raubt diesen Automaten aus? Wir müssen uns mal so einen Plan erstellen, dass das nicht mal passiert. Wir müssen uns da irgendwo mal hinstellen und dann, das werden wir gleich auf jeden Fall machen, Leute. Wenn ich meine Garnelen hier aufgegessen habe. Wisst ihr, Leute, ich hau mal kurz eine Anzeige raus, weil ich bin hier sowieso nur am Essen, wisst ihr? So. Ich habe aufgegessen. Heute ist nur ein astreiner Berlin von 3 Stream. Und deswegen wird heute auch nur RP kommen. Und keine anderen Games. Dafür könnt ihr, wie gesagt, auf Twitch vorbeischauen. Da kommt auch mal was anderes. So, ziehen wir uns das hier an. So, was eigentlich will ich diesen Helm gar nicht. Dieser Helm ist echt erbärmlich. Wie komme ich jetzt hier raus? So. Ich habe jetzt ein bisschen was im Magen. Bisschen ein paar Eiweiß, Proteine. Dies, das, Ananas. Jetzt geht es meinem Bauch wieder gut. Ich probiere mal den BMW aus. Vielleicht fährt er sich auch ein bisschen besser. Ich hoffe, dass er sich besser fährt. Sieht die Ego. Oh Gott, die Ego sieht zum Kotzen aus, Alter. Blinker sieht auch zum Kotzen aus. Also Blinker würde ich jetzt hier nicht mit dem Wagen, Alter. So. Fahren jetzt einfach mal unauffällig zu den. Zu den. Bankautomaten bei der Feuerwehr. Und ich glaube, von da aus schauen, was da abgeht. Vielleicht werden wir den Täter sogar auf Tat erwischen. Auf der. Ja, so direkt erwischen. So. Wäre natürlich ein Traum für alle Polizisten. So. So, dann fahren wir schon rein. Ich will natürlich keine Aufmerksamkeit hier erwirken. So. Wenn es jetzt dieser Feuerwehrmann da macht, ne? Dann mache ich mir jetzt aber ein, das war der Feuerwehrmann. Das war der Feuerwehrmann. Wo ist der?
Warte, das war der nicht, das war der nicht, der hat den Helm auf. Da ist er, hier ist er, hier ist er. Ey. Hallo, bleib mal stehen. Der war das doch, glaube ich, hier, der war das doch hier. Lass mich mal hier durch. Der war das hier, safe. Das war dieser Hey Richie. Hab's genau gesehen. Warum? Komm, warum? Das ist doch eigentlich schon wieder Fail-RP, wenn eine Feuerwehr einen Bankautomaten ausraubt. Ist das nicht eigentlich schon direkt wieder Fail-RP? Weil welche Feuerwehr macht das in Real? Ist doch eigentlich so, wieder so die Lebensretter sind das doch. Und warum machen die sowas? Und darauf erstmal einen Schluck Fanta Mango. So, der wurde erstmal festgenommen. Aber immerhin macht der RP mit. Also er geht, glaube ich, mit, oder? Ja, er kommt mit. Das ist gut. Der mit den gelben Haare? Der mit den gelben Haare! Ah, ja, der mit den gelben Haare! Das... Aber ich hab den, der, aber der Typ, der ausgeraubt hat, hatte eine Mütze, nee, hat ein Schutzhelm aufgehabt. Ach, ich kann schon wieder nicht schreiben, aufgehabt. Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Wir nehmen ihn erstmal mit. Da er als Verdächtiger vorgenommen wird. Ausgezeichnet. So, Abmarsch. Jalla, aus dem Weg. So, Blaulicht brauchen wir auch nicht. Es ist auch natürlich cool, wie das Blaulicht einfach mal vom Dach verschwindet. Hey Richie, du bist doch der hier hinten sogar drin ist, ne? Ja, ich meine, ich hab dich doch gesehen. Ich meine, du warst das. Also, ich habe dich von Weitem gesehen. Ich bin nämlich direkt da auf dem Weg gewesen. Da stand da so einer mit einem Helm und dann habe ich dich gesehen, wie du da reingelaufen bist. Und dann dachte ich, du bist das. Ja. Wir werden dich jetzt erstmal gleich ein bisschen befragen und dann... ja. Untersuchungssaft. Lena und Zelda, hi, willkommen im Stream. So. Oh, wir fahren so schnell, Alter. Mit diesem Lambo, da kommen wir überall hin. Das ist ja fast sein Urgroßvater. Ich hab's aber, Leute, ich sag euch eins, ich werde auf diesem Kanal kein einziges. Oh, der hat mein Merch an. Grüße gehen dann dich raus, Frosch, Alter. Geiles Merch hast du an auf jeden Fall. Ich sag euch nur eins, Leute, auf diesem Kanal werde ich niemals mehr irgendwie ein einziges Versprechen einhalten. Weil, ihr müsst bedenken, jedes Mal, wenn ich ein Versprechen eingehalten habe, jeden zweiten Tag kommt ein Video, kam aber nicht, deswegen, ich werde euch jetzt niemals irgendwas sagen, das an einer Art von Versprechen ist.
Ich habe heute auch wieder, also gestern auch wieder einen Fehler gemacht habe, dass ich gesagt habe, jo, ich werde morgen live gehen. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt wieder auf dieser einen Phase, sodass ich. Folgen Sie Daniel YouTube, okay. Stellt euch mal vor, ich wäre gestern auch wieder so drauf gewesen, dass ich. Wo muss man den denn überhaupt untersuchen, Leute? Ich kenne mich hier nicht in der Polizeiwache aus. Hilfe. Warum soll er mir denn folgen? Ich weiß doch noch niemals wohin. Hier auch nicht hin. Nein, raus! Wohin denn? Ich weiß doch nicht. Walle, mach du das. Ist doch nicht wohin. Folgen Sie Walle. Folgen Sie Walle. Ist der nach oben? Ja, das sind hier die Umkleide. Kriminalpolizei, Abstellraum. Warteraum, Direktion, Polizeidirektor. Warum setzt man sich denn hier immer so scheiße hin? Das regt doch einen auf hier. Muss mal die Tür abschlossen, bevor hier noch irgendwelche aggressiven Leute reinkommen. auf jeden Fall, ich werde hier niemals irgendwie nochmal ein Versprechen einhalten. Ihr könnt Glück sein, dass ich heute gestreamt habe. Das wollte ich jetzt auch euch nicht vermiesen, weil guck mal, ich muss das ausnutzen. Ich habe einen geilen PC bekommen, da muss ich auch mal streamen. Wisst ihr? Und da es klappt, Leute, werden jetzt auch öfters mal Streams kommen. Ich muss den Kanal sowieso wieder ein bisschen retten. Chill doch mit den Waffen. Ah, bekomme mit 0. Ich habe mein Lenkrad auch noch angebaut. Deswegen habe ich auch. Das ist auch nochmal ein Grund, warum ich keine Facecam habe, weil mein Lenkrad noch angebaut ist und hier so viel rumsteht. Wollen wir den nicht erstmal befragen? Was. Ich gerade gar nicht, Alter. Das ist doch hier der Befragungsraum. Hier kann man doch so durchgucken. Also ich würde sagen, das ist der Befragungsraum. Ich befrage ihn jetzt. So, Sir. Jetzt kommen wir ein bisschen hier, wollen wir ein bisschen kuscheln? Nein, Spaß. So. Berlin V3 kam raus. Bro, was spiele ich denn gerade? Hören Sie Daniel YouTube zu. Sind Sie sich ziemlich sicher, dass Sie an den Auto Automaten nichts getan haben. Muss erstmal gucken, was ich jetzt überhaupt sagen soll, Leute. Ich bin jetzt auch nicht so der übelst krasse Besserwisser von Polizei oder so, Leute. Ihr müsst wissen, ich arbeite bei Rewe und ich bin nichts weiter als irgendein Typ, der irgendwie im Rewe arbeitet und YouTube macht. Sind Sie sicher? Also haben Sie ihn. Also haben sie ihn ausgeraubt. Junge, ich kann nicht schreiben, das nervt. Also haben sie ihn ausgeraubt. Sie sagt nein. Gaming Fan, hi, willkommen zu ihm. SEK oder MEK? Ich glaube, wir sind in SEK drin. Dein Mikrofon hat gerade ein paar Probleme gehabt. Das kann sein, wegen der Rauschunterdrückung. Was, du arbeitest im Rewe? Ja, ich arbeite im Rewe. Ich arbeite bei Rewe. Das macht mir auch Spaß und da bin ich auch zufrieden mit. Ich wollte eigentlich nur Geld abheben. Ah, okay, also ja, natürlich. Dann macht man auch den Automaten auf und hebt Geld ab. Okay. Ich weiß gar nicht, wie man sowas schreibt. Ich schreibe es einmal. Sie sind hier mit fest. Warte mal, festgenommen und sie brauchen sich dazu nicht äußern, da sie es so gegeben haben und ein Riesenlärm angestellt haben.
Ja. Wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, Leute, bitte bemängelt mich nicht. Ich muss erstmal wieder von Rewe in RP kommen. Ich gucke nur den Livestream an, aber ich spiele jetzt nicht in Roblox. Okay, alles klar. Puffy war richtig. Moin, willkommen zu Stream. Freue mich, dass du da bist. Freue mich, du siehst mir. Junge, diese Tür, Alter! Junge! Das ist ja schon so eine Sitzrutsche. Ah, ich hoffe, er lernt jetzt aus den Fehlern. Ich glaube, bei der Feuerwehr kann er jetzt auch nicht mal so lange arbeiten, dass er hier angestellt hatte. Gehen Sie hier rein. 5 Minuten. Auf Ehre, Bruder. Auf Ehre. Alle raus hier, außer ich. Danke. Reicht, wenn einer aufpasst. Moin Daniel, hi Chris, Chris LP unterstrich YouTube. Hi, hi. Wie geht es dir? Mir geht's gut, so gut, aber egal. Mir ist gar nicht gut, aber egal. Was ist los denn, Gaming Fan? Mir geht's gut. Ich bin gerade gut gelaunt. Junge. Junge, habt ihr mal irgendwas von Corona oder so gehört? Nee? Also jetzt mal raus jetzt hier. Alter. Weiß doch, wenn hier einer steht. Ihr geht, moin, darf ich mitspielen? Ihr dürft alle mitspielen. Ihr müsst mir einfach nur auf Roblox folgen. Und dann könnt ihr auch beitreten. Mein Kräuterbutter-Baguette im Backofen. Okay. Kannst du anmachen, dass man den Gene-Sound hört? Was? Welchen Sound hört? Was für ein Sound hört? Wann spielst du Köln Germany Beta? Muss ich mal schauen, wann wir mal wieder so einen richtigen RP-Stream machen, also mit allem spielen. Ich wollte jetzt erstmal nur mehr direkt mit Berlin vor 3 durchstarten und warum? Geht doch mal alle raus. Mir nachher. Ach komm, dann lass den das jetzt machen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, da jetzt irgendwie rumzufuchteln. Wenn die mir nicht zuhören wollen, dann ist das so. Ich bin ja auch nicht der Boss oder irgendetwas. Wenn sie meinen, sie machen es besser, dann sollen sie es besser machen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, da irgendwie den ganzen Kalaber daran zu stören. Gamesound und mir wurde vor einer Stunde der Zahn gezogen. Oh. Gamesound ist an. Bro, Gamesound ist an. Zwar auf 1, weil es übelst laut ist, aber du hörst es wahrscheinlich nicht. Weil ich auf OBS das bis zur Hälfte habe, weil wenn Sirenen angehen, das übelst laut ist. Aber du hörst normalerweise ist Sound an. Also wenn Sirene oder so an ist, ist das übelst laut. Also deswegen muss ich jetzt leider leise ab. Alter, what the fuck geht hier ab? Ja. Ich setze mich jetzt hier in den Polizeiwagen und fahre ein bisschen auf Streife rum. Let's go. Da gibt's was? Ah ja, perfekt. Also er hat auch fahren gelernt. Ah nein, ich wollte jetzt auch nicht so sein. Also nee, okay. Muss ja ein bisschen wieder aufpassen. Ich hatte heute ein paar Probleme mit meiner Mutter. Ich habe heute ausgerissenes Pack gefunden. Ich habe gesagt, sie soll sich bei der Polizei informieren und sie hat keine Geduld zu warten. Und ja, darf ich dir joinen? Ihr dürft mir alle gerne joinen. Folgt mir auf Roblox, Gamer 2019 zockt und dann könnt ihr mir beitreten. Oh Mensch, meine Nase, die nervt aber auch wieder. Holy shit, ey. Also, wenn du Autos vorhanden deleten willst, musst du auf Fahren drücken und dann kannst du normal deleten. Fahren drücken? Ich weiß nur, dass ich hier mein Auto deleten kann. Später wollte ich nach Hause und da hat sie dann auf mich gehört. Ich verstehe die Logik nicht. Weißt du, ich kenne das von meiner Mom auch so gut, weißt du? Meine Mom ist auch manchmal so ein bisschen,
Und wenn man ihr was sagt, sie das aber wieder vergisst, ist auch so, weil meine Mom ist selbstständig, betritt ja ein eigenes, eine eigene Imbissbude. Und die läuft auch sehr gut. Also ist klar, dass da jeder natürlich der diese Imbissbude nehmen würde. Wenn man dann natürlich auch jeden Tag so über 1000 Euro Umsatz macht, ist dann schon, das lohnt sich natürlich dann. So für eine Imbissbude ist schon krass viel. Ist jetzt natürlich nicht so wie ein Rewe bei mir, aber Rewe ist auch natürlich wieder was ganz anderes als eine Imbissbude. Und ich bin hier gejoint. Sehr, sehr nice. Ihr könnt alle joinen. Irgendwo werdet ihr mich safe finden. Und falls ihr mich findet, nervt mich nicht so krass, wenn ich gerade in irgendeinem Einsatz habe. Das habe ich auch schon oft, dass irgendwelche Leute mich von YouTube kennen und mich dann irgendwie abschießen, was weiß ich. Aber dazu habe ich natürlich dann auch gerade das Rusheaufnahmeprogramm, ne, dass ich dann natürlich immer starte, sobald mir irgendein SEK-Beamte Beamter zu nahe kommt oder mich bedroht oder keine Ahnung, dann direkt Aufnahme starten. Ist immer wichtig, Leute, wenn irgendjemand FRP macht, ladet euch ein Aufnahmeprogramm runter. Ist egal, ob es laggt. Ist egal, ob es laggt, das Video. Ist komplett egal. Hauptsache, der Mod oder der Admin kann damit was sehen und anfangen, dass auf jeden Fall dieser Typ FRP begonnen hat. Und dann ist er auch nicht mehr lange im Game. So einfach ist es. Ich glaube, der kriegt als erstes eine Verwarnung, was ich natürlich übelst kacke finde, weil der einmal Leute abschießt, sollte auch dafür seine Strafe büßen. Ist natürlich klar, die haben dafür Robux bezahlt. Aber wer nicht damit umgehen kann, hat Pech gehabt. Das ist ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Wer mit Waffen nicht umgehen kann, hat Pech gehabt und soll weg vom Game, weil es ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber den anderen Spielern fuckt es nur ab. Und sobald es den anderen Spielern abfuckt, ist es klar, dass die anderen Spieler dieses Game disliken. Aus so einem Prinzip habe ich auch vor, noch so eine Videoidee zu machen, warum Menschen, beziehungsweise warum Roblox-Spieler RP-Games disliken. Das wird auch eine neue Videoidee von mir. Ja, da werde ich ein bisschen hier so Comedy machen, ja, auf dieser Basis. Wie viel Robux hast du? Im Moment gar nicht viel, weil ich sag dir ehrlich, Bro, ich muss nicht immer Geld ausgeben und ich brauche auch nicht immer Robux, weil wenn ich damals, ich habe so viel Robux ausgegeben, das ist unnormal. Und wenn man sich dann überlegt und den Kopf klar kriegt, was man aus diesen Robux machen kann, was man aus diesen Robux machen kann, die man dafür schon ausgegeben hat, dann könntet ihr euch ein ganzes neues. Ey, was ist mit dir falsch? Ja, von diesen ganzen Robux, die ich ausgegeben hatte, konnte ich mir schon ein brandneues Samsung, keine Ahnung, holen. Und noch mehr natürlich, ne? Weil es ist noch nicht alles. Ich habe zu viel ausgegeben. Gut Video. Es war ein Stream, aber danke dir. Aber wenn du vor einem anderen Auto stehst, kannst du auf Fahren drücken. Dann wirst du rausgekickt und kannst es dann deleten, wenn ein Bug noch da ist. Okay, keine Ahnung. Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht so verstanden, aber easy. Yoshi, hi, willkommen Stream. Ich hatte einen Hacker in der RP Berlin. Ja, das passiert auch mal, ne? Es sind so ein paar Exploiter hier, die ein bisschen Spaß haben. Es ist aber es ist, nicht nur in Berlin so, das gibt es auch in anderen Games, die nicht gut geskriptet sind. Sag mal. Hier kann man sein Auto nicht färben, ne? Es geht nur dann da hinten in Potsdam. Aha. Kann man überhaupt SEK-Autos umfärben? Das will ich mal ausprobieren. Wenn das geht, ey, wenn das geht, dann fresse ich einen Keks. Dann esse ich einen Besen. Wenn das geht, dann esse ich einen Besen. Ich sag's euch so, wie es ist, Leute. Wenn das geht, dann bin ich aber ganz schnell weg. Ich habe das Video auch sogar auf YouTube, okay. Aber jetzt hier nicht Link oder so reinschicken oder irgendwie sagen, wie das Video heißt, weil das Eigenwerbung, dann bist du für immer gebannt hier. Eigenwerbung stinkt und wird nicht bei mir unterstützt. Ich mache gerne für euch Werbung, auch mal so gerne, so wenn ihr jetzt im Livestream irgendwie schreibt oder fragt ihr im Livestream jetzt irgendwie im Chat, jo, darf ich meinen YouTube-Namen reinschreiben? Dann schreibt gerne euren YouTube-Namen rein, wenn ich das sage, so ist es nicht. Also könnt ihr gerne machen, das ist kein Ding. Wenn man fragt, dann kann man auch fragen. Fragen kostet nichts. So im Livestream-Chat hat das nichts zu suchen. Ja, wegen Exploiter wird das Training gestoppt. Wenn man Lua kann, muss man. Warte mal, wo fahre ich denn eigentlich schon wieder lang? Ich wollte eigentlich testen, ob man ist. Alter, was war das denn? Ich bin, das ist doch so ein Kackauto. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin hier nur runtergefahren, das Auto dreht sich direkt um. Ja, guck mal. Digga, das ist so eine Kacke. Das ist so eine Kacke. Ich wusste gar nicht, dass in Real, also würde ich in Real hier irgendwie gegenfahren, das Auto wird sich direkt umdrehen, Digga. Aber wie unsicher würde ich mit so einem BMW denn rumfahren, Alter?
Was ist denn eigentlich mit den Zügen los, Leute? Die Züge habe ich auch nicht mehr gesehen. Haben die die jetzt auch rausgenommen oder was? Die Züge waren noch nice. An den Zügen habe ich immer erkannt, ob mein Internet leckt oder nicht. Ist aber halt irgendwie so. Überhol mal ganz kurz hier. Das ist ein kleines Experiment hier, deswegen überhole ich mal ganz kurz. Ach ja, Junge, ich kann schon wieder null fahren. Ich habe nur Blaulicht angemacht, Digga, damit er weiß, dass ich hier erst klar bin. Nein, das geht nicht wirklich. Nee. Oder wenn ich das jetzt gelb machen kann, ne? Ne, geht glaube ich nicht, oder? Ne, es geht nicht. Das bleibt bei Schwarz, okay. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Ich habe gerade einen leichten Schock bekommen, dass es wirklich geht. Ich sehe mein Auto nicht mehr. Hallo? Ich sehe mein Auto nicht mehr. Ich glaube, das war ein Fehler, hier reinzufahren. Das war, glaube ich, der krasseste Fehler, hier reinzufahren. Lass die Tür offen! Oh, jetzt! Oh, Junge, ich habe gerade so den Schock des Lebens bekommen. Junge, was sind das denn hier noch für Bugs, ey? Holy moly. Achso, da haben wir eine Zahl gezogen, wurde, musste die ganze Seite betäubt und das ganze. Ja, das ist klar, dass es ganz dick ist. Was wollt ihr von mir? Seid ihr irgendwie komplett auf den Kopf gefallen? Kann ich auch, kann ich auch. Ich kann auch Sirene anmachen. Ich kann auch Sirene anmachen. Leck. Oh Junge, das ist so laut. Haben die gerade ernsthaft gedacht, dass ich jetzt kein Polizist wäre? Dazu sage ich nichts. Servus, ich bin's wieder. Nice, nice. Wer bist denn du? Okay, wenn er schon blinken schreit, weiß ich ganz genau, wer er ist. Ne, guck mal hier extra für dich. Ah, schön, nicht geblinkt. Ah, schön. Ja, auch mal schön. Hier, so wollen wir mal wenden, auch nicht geblinkt. Oh, ist das schön, Alter. Ich lieb's. Das Ding ist, er kann zwar blinken oder so schreiben, aber ich höre dich auf ihn. Als ob ich irgendwie auf andere Leute höre. Nee, nee. Das ist genauso wie wenn mich irgendeine Person anschreit, Digga, schreie ich zurück, weil. Lass mir nichts gefallen auf dieser Welt, ist halt so. Irgendwo habe ich Sirene. Oh, wo kommt N jetzt her? Da fahr doch vor. Cooler Skin, Daniel. Ja, ich habe ein bisschen wieder geändert. Ich brauchte ein bisschen Farbe am Skin, weil. Oh, hier ist gerade ein Einsatz. Ja, hier wurde was ausgehauen. Naja, ich habe hier, wie gesagt, ja gut, jetzt sieht man es nicht, aber Junge, mach mal deine Sirene aus, Alter, wenn du hier stehst. Wo ist denn der jetzt hin? Der ist einmal weg, ist er aus der Welt gefallen oder was? Lol. Irgendwo konnte man hier was ausrauben. Irgendwo war hier so ein Point, wo steht ausrauben. Warte mal. Kann ich den nicht sehen, weil hier meine Waffe da ist? Ne, keine Ahnung. Ich glaube, die können wir gerade nicht sehen, weil wir im SEK-Team sind. Aber wie gesagt, ja, mein Skin ist jetzt wieder ein bisschen mit Farbe und so. Ich kann nicht immer den gleichen Skin sehen. Das wird auch so zeitlangweilig. Man kann kein Auto spawnen. Was ein Bug. Was ein Bug. Ja, das ist tatsächlich ein echt doofer Bug, aber wenn ihr wollt, dass ich dazu mal ein Video mache, wie ihr euch ein Auto trotzdem spawnen könnt. So, kann ich mal fahren? Ah, jetzt. Ah, ja. Wenn ihr dazu mal wollt, dass ich mal ein Video aufnehme, wie ihr trotzdem ein Auto spawnen könnt, obwohl dieser Bug da ist, schreibt einfach mal ja in den Chat, weil ich glaube, dann wird das für euch auch wieder Spaß machen. Wenn dann der andere Spawner nicht kaputt ist, dann kann ich euch dann. Auch natürlich dann aufnehmen. Ihr wisst doch, meine alten Omis. Okay, cringe Spaß, es ist wieder am Start. Oh Mann. In der Ego kann man überhaupt nicht fahren. Mayday, Alter. Flugzeug abstürzt sein Urgroßvater im BMW, Mann.
Die Chats da über uns rumbacken. Jo mai. Junge, was ist das für eine schwebende Stange hier? Alter. Also die achten auch hier auf Details, das muss ich ja sagen. Ja, okay, ihr wollt das alle. Okay, dann setze ich mich morgen dran. Und dann wird es morgen auch schon direkt rauskommen, weil das Video wird nicht lange gehen, das Video wird auch nicht lange brauchen, das Video wird auch nicht lange brauchen im Schneiden. Das sind vielleicht 3 Minuten Videomaterial, weil das echt sehr, sehr schnell zu erklären ist. Ich würde mal sagen, Leute, wir gehen jetzt mal an ein anderes Team. Ja, ich weiß, dass du meinen Stream guckst. Walle? Oder, das ist glaube ich nicht Walle, aber Walle weiß ja, dass er einen Stream guckt, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass hier manche andere in dem Game hier mein Stream schauen. Das ist natürlich auf Ehrenbruderbasis sehr nett von euch. Ah ja, ihr wisst Bescheid. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal erst ganz kurz gucken. Ich hatte ja vorhin so eine Umfrage gemacht, mit welchen Teams. Wir können ja jetzt hier kommen, wir streamen noch nicht so lange, ne? Wir streamen jetzt erstmal 51 Minuten, das ist jetzt nicht gar nichts, das ist noch gar nichts. Ne? Das ist genauso wie, ich habe gar nichts gemacht. Deswegen, ich erstelle jetzt noch mal kurz eine Umfrage. Welches Team jetzt? Also noch nicht reinschreiben, das ist alles eine Umfrage, weil sonst komme ich auf den Chat nicht drauf, klar. Was haben wir denn? Feuerwehr. RTW. Polizei nehme ich jetzt nicht, weil SEK ist ja so ähnlich jetzt. ADAC. ADAC, was gibt's noch? Was gibt's noch? Was gibt's noch? Lass mich nicht lügen. Oder Bürger und schauen. Frag deine Community. Umfrage wurde rausgehauen, Leute. Jetzt stimmt mal ab, Leute. Stimmt mal ab, was wir jetzt machen. Ich würde sagen, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch schon für die über 166 Aufrufe auf den Stream. Vielen, vielen Dank. Ist zwar jetzt noch nicht so viel, wie ich auf dem Video schaffe, aber ich meine, der Stream läuft jetzt auch erst gerade nur 52 Minuten. Also. Ah, stimmt. Autobahnamt gab es auch noch. Stimmt, Autobahnamt gab es auch noch. Und das Autobahnamt ist ja auch so ein Team, was ich auf jeden Fall auch mal zocken wollte. Ich würde sagen, ich beende die Umfrage noch mal ganz kurz. Ich mache noch mal ganz neu. Ich wollte Umfrage machen, okay? Ich kann keine neue Umfrage machen. Nein! Nein! Wie lange braucht das jetzt, dass ich eine neue Umfrage machen kann? Ich weiß nicht. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Ich warte jetzt ein bisschen ganz kurz, Leute. Ich werde jetzt erstmal kurz ins Bürgerteam gehen. Weil Banane. Wir müssen ja auch nochmal hier Bürgerteam reinnehmen, weil. Autobahnamt reinnehmen, weil Autobahnamt ist auch so ein Team, was Spaß macht, weil du da wenigstens mit den Fahrzeugen auch auf RP-Basis die Straße saubern kannst oder so, wisst ihr? Und Autobahnamt war ich sowieso nur einmal in dem Game. Ja, deswegen kann man das auch nochmal ausnutzen. Jetzt kann ich eine neue Umfrage machen, Leute. Neue Umfrage kommt jetzt. Welches Team? Fragezeichen. So, was hatten wir noch? Genau. So, das ist die richtige Umfrage jetzt, Leute. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall abstimmen, Leute. Stimmt jetzt mal gerne bei dieser Umfrage ab, welches Team wir jetzt gehen. Und dann werden wir es auch machen. Zoll, nicht, Dani. Zoll habe ich nicht gekauft und Zoll würde ich jetzt auch nicht spielen wollen, weil Zoll finde ich nicht so nice. Das ist ja ein bisschen blau. Zoll ist nicht so nice. Ja, wenn ihr alle für Autobahn-Team seid, dann stimmt das in dem YouTube-Chat-Umfrage ab, weil nur so kann Autobahnamt dann gewinnen. Ganz einfache Kiste, Minion. Ich weiß gar nicht, ob ihr beim Handy auch die Umfrage sehen könnt. Das kann ich euch leider nicht beantworten. Ja. Wie kann ich mein Auto spawnen? Das ist leider ein Bug, dass du dir kein Auto spawnen kannst. Ich werde dazu aber mal ein Video machen. Das wird dann morgen rauskommen, wenn nicht sogar heute Abend noch, aber nee, heute Abend auf gar keinen Fall. Wir haben schon relativ spät, 18 Uhr. Das wird heute Abend auf gar keinen Fall mehr kommen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So. Ah, hier ist auch Eddie. Hallo. Ah, guck
guck mal, hier Frosch hat mir Merch an. Also, das könnt ihr natürlich auch gerne in meine Roblox-Gruppe. Joint auch gerne, Leute. Joint gerne in meine Roblox-Gruppe. Dafür müsst ihr einfach nur. dazu müsst ihr einfach nur. Wenn ihr meine Roblox-Gruppe folgen wollt, joint einfach gerne. Ich glaube, sogar ein Link dazu müsste in der Videobeschreibung sein. Wenn mich das nicht täuscht, joint gerne in der Roblox-Gruppe. Ja, Roblox-Gruppe ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wer noch nicht drin ist, kann es gerne tun. Das würde mich wirklich ziemlich, ziemlich freuen. Dann kriegen wir auch vielleicht sogar noch, wie viele Member wir auch da immer sind. Auf jeden Fall joint sehr, sehr gerne. So, ich würde jetzt die Umfrage beenden. Mal gucken, was hier gewonnen hat. Okay, Autobahnamt hat gewonnen. Das heißt, wir gehen jetzt in Autobahnamt rein. Autobahnamt hat zu 50% gewonnen. Let's go. Rein in die Olga. In Autobahnamt. Hier Autobahnamt. So. Da sind wir auch in das schöne Häuschen. Ja. Mhm. Ich gucke mich mal hier ein bisschen auf der Wache. Okay, hier geht's raus. Okay, never mind. Hier ist eine riesen Parkhalle. Also hier kann man sich spawnen. Ich würde erstmal sagen, Leute, spawnt ihr euch erstmal ein Auto. Spawnt ihr euch jetzt erstmal alle ein Auto, weil sonst wird das gleich nur ein Chaos und die spawnen ineinander. Das wollen wir natürlich nicht. Spawnt ihr erstmal ein Auto, fahrt erstmal zur Seite und dann kann ich mir auch eins in Ruhe spawnen, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder irgendwo stecken zu bleiben. Hey Daniel, hi, willkommen zu Team. Ich kann kein Team. Ich kann am Anfang noch nicht mal Team wechseln. Ich bin immer nur Bürger. Doch, du kannst das Team wechseln. Du musst eigentlich nur auf diese drei Punkte hier links gehen. Und dann kommst du automatisch zu dem Team auswählen. Du musst dann mit der Maus runterscrollen. Mit der Maus musst du dann runterscrollen. Ne? Dann kannst du auch in ein anderes Team gehen. Okay. Auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank an alle, die auf diesem Stream schon ein Like dagelassen haben. Das freut mich natürlich auch. Ne? Like ist auch ein sehr, sehr starker Like ist auch ein sehr, sehr starker Support, den ihr mir gibt. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die ein Like dagelassen haben und in meine Roblox-Gruppe joinen und mir folgen auf Roblox. Das ist wirklich ein Support, den ich auf jeden Fall von euch sehr, sehr mag. Und Support. Nein, bitte spawn nicht auf mich. Nein, 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 schnell weg hier. Junge, was passiert? Das meine ich, Leute. Das meine ich mit dem Chaos hier allerdings, ne? Auf jeden Fall, jeder, der Supporter, das auch hier vorhin mit dem einen Mitglied, der hier Mitglied geworden ist. Hab keine Maus, bin auf Xbox. Oh, dann kann ich dir nicht weiterhelfen, Bro. Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Weil ich habe noch nie auf Xbox Roblox gespielt. Wir sind auf jeden Fall eine starke Community und mit euch werde ich auf jeden Fall noch viel machen, Leute. Und, das freut mich auf jeden Fall auch immer, dass ihr so viel Support da ist. Weil, wisst ihr eigentlich, warum ich nicht aufhören wollte so richtig mit YouTube, weil ihr wart immer so stark dabei. Ihr wart immer so stark an Support da lassen. Da wollte ich den Kanal auch ehrlich gesagt auch gar nicht überhaupt beenden. Guck mal, wegen dir. Der Stream ist nicht abgebrochen, oder? Nee, der Stream ist nicht abgebrochen. Der Stream läuft noch weiter. Walle, das ist jetzt nur wegen dir passiert, weil du immer sagst blinken. Du stresst mich hier. Walle, das ist nur wegen dir passiert. Dieser Wagen ist jetzt hier nur reingefahren wegen dir. Also, Walle, das geht gar nicht. Mein Gott, Walle. Mein Gott, Walle, Walle, Walle. So, ich glaube, jetzt kann ich wieder fahren, oder? Lass mich im Fahrersitz! Oh. Jo, ihr fährt doch oben hier rein hier, danke. Wollte aber nicht von der Seite genommen werden. Jetzt geht es wieder. Okay, also der Stream läuft die ganze Zeit, dann war es bei euch irgendwie ein Problem. Ja, wie soll ich denn fahren, wenn dieser... Wenn hier irgendjemand in dem Auto reinspringt. Ja, kommst du jetzt rein oder nicht? Wir machen hier nur einen Stau. Ach, Junge. Lauf doch einfach auf. Ach, es geht nicht, ist egal. Ich muss weiter. Kann jetzt hier leider nicht warten, Bro. Ich muss leider weiter. So, wie mache ich das Teil denn unten an? Ah, da. Okay, Mercedes Lenkrad vom LKW ist auf jeden Fall drin. Oh, Junge, hat der eine Hupe. Not aus? Was ist Not aus?
Okay. Wie schnell darf man überhaupt mit dem Teil fahren? Ich glaube nicht so schnell, ne? Dann musst du vor Xbox eine Maus und Tastatur. Hi Daniel, hi, willkommen zu ihm. Warum trägst du nicht mal mehr dein PC-Gamer Roblox-Shirt? Weil ich das abgesetzt habe. Warum? Also, ich muss es doch nicht tragen immer so, weißt du? Aber an sich wird ja sowieso bald mal ein neues Shirt wieder kommen. Junge, dieses Auto ist so kacke zum Lenken, ey. Das macht mich schon wieder auf. Dieses Auto regt mich so auf. Naja, es ist noch niemals ein Auto, es ist ein Fahrzeug. Was auch immer, das ist ein LKW, glaube ich. Zählt doch zu LKWs, glaube ich. Oh, denke ich mal. Ach, ich hätte auch rechts fahren sollen. Ach, Mann! Warum auf die Autobahn? Ich war noch nie auf der Autobahn. Dann kann ich das sowieso mal kennenlernen. Das alte Berlin gefällt mir mehr. Ich sag's dir so, wie es ist, Bro. Das alte Berlin gefiel mir auch mehr. Einfach aus dem Grund, weil. Mit der Map war es einfach viel besser. Es war. Ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall besser. Ja, ich bin jetzt zwar. Was, Autobahnpolizei? Willst du mich verarschen? Du kannst gleich hier mein Wasser, was da unten rauskommt, von dem Fahrzeug trinken. Schmeckt bestimmt lecker. Ja, und natürlich hier das mit den Ampeln, das nervt mich noch, ne? Da sollen sie auch ein Ampelsystem hier mal reinknallen. Nicht zu. Ja, doch, ist ein Unimog, aber ich weiß es nicht. Zählt ein Unimog nicht zu LKW? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von so Autos. Ich bin auch nur ein Rewe-Mitarbeiter. Danach können wir mal Feuerwehrteam gehen, Leute. Das können wir auf jeden Fall machen. Danach ist Feuerwehrteam, weil das Auto war los. Das Auto gehört doch zu Unimog, oder nicht? Ja, ich weiß, es ist Unimog, aber was ist Unimog? Ist Unimog jetzt eine eigene Marke oder ist Unimog jetzt so auch was zu LKW gehört oder so? Hey, was geht? Hey, willkommen zu ihm. Guck mal, wie schnell wir damit fahren können. Das ist doch Luxus. Das wusste ich auch nicht, dass so ein Unimog so schnell fahren kann, Alter. Leute, ich sag euch ein Real Talk jetzt mal. Scheißt auf fette Autos, scheißt auf Lambo, Digga. Wenn ihr auch einen Unimog einfach kaufen könnt, der vielleicht ein bisschen günstiger ist, ne? Was ist mit dir? Er braucht das für einen Unfall. Man kennt ihn. Scheißt auf Lambo, scheißt auf Mercedes-Benz, scheißt auf AMG. Fahrt einfach Unimog, Digga, der kann genauso viel. Ja, ich kenne dich noch. Du hast letztens in den Kommentaren was geschrieben. Was war das? Strom war's, glaube ich, ne? Die Leitung. Hier ist das Autobahnteam, glaube ich, ne? Oh, ne, okay, so ein Rastplatz. Können wir uns jetzt hier mal ein bisschen die Map umschauen? Wisst ihr, Leute, das ist leere, das nervt mich total, weil das leere ist einfach unnötig. Das verbraucht nur. Ja. Ui. Ja, moin, Unimog, perfektes Familienauto. Ja, Mann. Guck mal, da können hier hinten sogar welche drauf. Hinten können perfekt welche drauf. Hier können drei Leute drinnen sitzen. Hinten können wir welche drauflegen, auf jeden Fall. Da können wir hinten sogar einen Pool einbauen oder so. Dann können wir hinten welche, ne, auf jeden Fall Party im Pool machen. Was fällt der denn für einen krassen Wagen? Ich muss sagen, da würde ich doch lieber zu AMG gehen, weil das war gerade so ein geiler Benz, Alter. Ihr müsst wissen, ich liebe Benz, ne? Da muss ich auch ein bisschen Benz fahren. Ich sag nur so, zu schnell, du hast die Fähige an davon nur so 30, 40 Grad. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin. Alter, ey! Also, der hat auch was von Geisterverhalten nicht verstanden. Ich will den Wagen haben. Wo gibt's den Wagen? Wo gibt's den Wagen? Was ist er denn für ein Typ? Ist das ein Edmund oder was? Ich will den Wagen fahren. Ey, gib mir den Wagen. Junge. Oh, Junge, der Wagen ist so geil, Alter. Hä?
Wer fährt den Wagen? Ist das ein Admin oder was? Ich möchte den Wagen haben. Wo gibt's den? Wo zur Hölle gibt's diesen Wagen? Mach US oder verlangsamer. Was ist denn US? Ihr kommt mir mit Sachen immer an. Ich möchte gerne wissen, wer er hier ist. Der fährt so einen geilen Wagen. Junge. Der fährt zwar einen geilen Wagen, aber will mich hier wegrammen. Was ist er? Was ist er für ein Typ? Wo gibt's diesen Wagen? Ich glaube, hier sind wir doch hergekommen. Genau. Wir fahren auch wieder zurück. Junge, ich will auch Mercedes fahren. Mercedes ist einfach das verfickteste, krasseste Auto, Leute. Ja, ich bin so ein Mercedes-Fan. Wie viel Robux kostet der schwarze Schulterwolf? Den Schulterwolf, den habe ich von Robux gratis bekommen. Also, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe den von Robux geschenkt bekommen. Ich habe dafür nichts bezahlt. Bei mir der Auto-Spawner problemlos geklappt. Bei mir funktioniert der nie. Junge, er bremst mich ja aus. Ja, Junge, du bist doch so eine kleine. Was ist er für ein Typ, Digga? Was ist er für ein Typ? Ist schon wieder so ein Typ, den ich nicht mag, ne? Schon wieder so ein Typ, den ich nicht mag. Ist mir egal, ob es ein Zuschauer ist oder nicht. Er soll schon vernünftig fahren. Aha, nicht geklappt, Digga. Geh weg. Halt mal an. Nein, warum soll ich anhalten? Hier wartet schon wieder dieser Mercedes-Fahrer. Der, irgendwas hat das so. Ich gebe jetzt Gas, ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ja. Ich gebe jetzt einfach Gas. Tschüss. Hat er wohl gedacht. Der wollte mich wegrammen. Der wollte mich von hinten nehmen. Habt ihr gesehen, ne? Ich musste da ein bisschen runterfahren. Das Ding geht nicht mehr aus. Das Ding geht nicht mehr aus. Das Ding geht nicht mehr aus. Ah doch, hier macht man es aus. Ne, ich war falsch. Shit, ich war falsch. Ich möchte gerne zurück zum Autobahnamt. Ich werde verfolgt hier, Alter. Hi Gamer Pro, willkommen im Stream. YouTube Tyler, hi, willkommen auch du im Stream. Freut mich, dass du auch da bist. Irgendwo muss ich hin. Warte mal, wo muss ich nochmal hin? Ich möchte gerne mal nach oben gucken. Okay, ich sehe das Autobahnamt-Team. Das heißt, wir fahren unter der unter Führung und dann rechts. Dann nochmal rechts. Nein, hier nicht rechts. Rechts. Und nochmal rechts. Also wenn ich nicht ein gutes Navigationssystem bin, dann weiß ich auch nicht. Hier ist schon wieder dieser Mercedes. Jetzt will ich mir den mal angucken. Was ist das für ein... Wo bekommt man den her? Jetzt schreibt mir das doch mal bitte rein, Leute. Ich möchte diesen Wagen fahren. Ist er hier? Ist ein SEK-Typ, ne? Kriegt man den bei dem SEK? Ne? Ja, ne, oder? Beim SEK habe ich ihn ja nicht gesehen, also kann ich sagen. Bestimmt bei MEK, oder was ist eigentlich MEK, Leute? Ich bin hier ein bisschen lost im RP. Warum mache ich eigentlich RP, wenn ich nicht mal Ahnung davon habe? Was ist MEK? Bezeichnung vom MacBook bestimmt, ne? So. Bin jetzt hier wieder eingetroffen. Das Auto ist bei MEK. Danke, immerhin einer schreibt rein. Vielen, vielen Dank. Mein Gott. Hast du Roblox Premium? Ja, habe ich. Warum? Wie kommt man in den Autohandel? In den Autohandel kannst du nicht kommen, weil das so ein Bug ist. Das heißt, du kannst auch kein Auto spawnen. Wie kann ich die Sachen platzieren? Hi, Sachsen.com Player, willkommen im Stream. Freut mich, dass du da bist. Okay, ich werde jetzt erstmal gucken. Ich möchte jetzt einmal
Einmal möchte ich ganz kurz gucken, ob ich überhaupt ins MEK rein kann, aber ich glaube nicht, oder? Doch, hier. Ausbildung benötigt. Nein! 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 Ich will das Spiel. Ich werde niemals eine Ausbildung machen, Leute. Das könnt ihr vergessen, dann werde ich sowieso reinscheißen. Feuerwehr. Wir gehen jetzt ins Feuerwehr rein, Leute. Ich habe es euch ja gesagt. Ich habe es euch gesagt, wir gehen jetzt ins Feuerwehr rein. Let's go. Schwarze gefällt mir ein bisschen besser. So, wo kann ich mir jetzt ein Auto spawnen? Hier vorne war der, glaube ich, ne? Hallo? Hallo? Mr. Bean? Ich glaube, der gibt mir keine Autos raus. Warum auch immer. Gibt es hier noch einen anderen Typen? Der muss mir mein Auto hier rausgeben. Jetzt geben sie mir mein Auto her. Der gibt mir kein Auto. Sag jetzt mir nicht, bitte, der hat. Sag mir jetzt nicht, der hat einen Chatbug. Einen Spawnbug. Wie kann ich dann irgendein Auto fahren? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube gar nicht tatsächlich. Warum spawnt der denn jetzt nichts, Alter? Ey, das geht mir noch auf den Senker hier. Das geht mir doch auf den Pisser hier. Geht mir schon wieder richtig auf den Sack. Och, Mann. Och, das ist doch zum Kotzen. Warum? Funktioniert selbst jetzt nicht mal der Feuerwehrspawner. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Sollen wir jetzt als Feuerwehrmänner hier rumlaufen oder was? Hier kann ich mir kein Auto spawnen, das ist klar. Ich bin ja auch Feuerwehr, aber ich möchte. Wir spawnen ein Auto, dann geht's, echt. Ja, wenn das so ist. Ja, geht nicht. Aber niemand kann das hier. Man sieht's ja auch, ne? Bug, 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 bug. Das Stream lag nicht. Nee, das Stream lag nicht. Dann ist irgendein Internet bei euch, weil ich habe mein Stream hier genau vor meiner vor meinem Gesicht an. Warte. Ja, geht nicht. Oder ich höre mich so scheiße an, warum? Irgendwas ist mit dem Mikro falsch. Irgendwas noch mit dem Mikro falsch. Irgendwas mit dem Mikro noch falsch. Ist egal. Kack ich jetzt drauf. Ist vollkommen egal, ist sowieso erstmal. Der erste Stream. Ich werde sowieso drauf klicken, ja, mein Gott, und wenn ich mir das nochmal angucken, ist ja egal. Aber lass mich mal hier raus. Ne, man kann sich kein Feuerwehrauto spawnen. Wow, Digga, das hat man ja super gemacht. Hauptsache, man haut Berlin V3 für eine Tonne raus, wo aber man sich nie sicher ist, dass die Spawner selbst nicht funktionieren. Es ist geil, Digga, das feiere ich komplett. Wollt mal einen chilligen, hab gehört mal, der Daniel macht einen chilligen Livestream. Dann wird aber aufgehalten, weil das sich nicht spawnen kann. Das ist super, Digga. Super. Ich liebe das doch. Ey, das ist doch gerade das, was ich möchte von einem Spiel. Mann! Gebt mir das auf den Zeiger, Digga. Macht für sie keine Videos mehr. Nee, der hat irgendwie alles gelöscht. Ich weiß auch nicht warum. I don't know. Ja, Berlin V3 ist übelst buggy und das regt mich auch komplett auf. Warum man irgendwie ein Spiel raushaut, was aber noch niemals irgendwie behoben ist. Ja, also man muss, wenn dann schon mal irgendwie, sich ein bisschen Zeit an dem Game lassen und dann ein Game raushauen, was auch dann wirklich bugfrei ist. Natürlich könnten immer noch einige Bugs drin sein, aber hier sind so viele Bugs bei. Und das Ding ist, würde das mein Game sein, hätte ich da schon tausendmal was dran getan, dass diese Spawner wieder funktionieren, weil nur so bekommt dieses Spiel Dislikes und nicht Likes. Oh. Dann kann ich mitmachen. Jeder kann mitmachen. Ihr müsst mir nur auf Roblox folgen. Ihr müsst mir nur auf Roblox folgen und dann könnt ihr mir beitreten.
Hey, ich bin dein Kader. Ja, hi, German Gaming vom Stream. Ja, das ist halt Berlin, ne? Wäre bestimmt auch so ein geiler Videotitel. Das ist halt Berlin. Geil. Ich habe so viele Videoideen im Kopf, das glaubt ihr mir gar nicht, aber ich bin eher so der faule Typ, der Videos aufnehmen möchte, als Stream, weil Stream ist gar keine Arbeit. Im Stream kannst du alles machen mit den Leuten. Das ist ja nicht das Teil. Jetzt gib mir ein blödes Auto jetzt mal her. Ich habe keinen Bock, jetzt hier länger zu warten, Alter. Der Typ wird uns niemals ein Auto rausrücken. Ist halt leider so. Manchmal kann ich nicht einsteigen, wenn ich ausgestiegen bin. Okay. Ich glaube, die haben da einfach mit dem Klick-Detektor kaputt gemacht. Ich weiß nicht, die sollen einfach sich mal ein bisschen beeilen hier und das wieder in Gange zu kriegen, weil nur so wie dieses Game Dislikes machen, ne? Das ist halt einfach so. Es hat fast 2K Dislikes. Wenn ich jetzt reloade, ja, es hat instant wieder 2 Dislikes mehr gemacht und es wird auch immer wieder so kommen. Okay, da müssen wir uns jetzt aber einigen. Entweder wir gehen jetzt in ein anderes Team rein. Oder. I don't know. Kennst du Ninja Legends in Roblox? Ja, kenne ich. Ich hol dich. Alles gut. Weißt du, ich gehe jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach. Ja, ich gehe jetzt in RTB rein. Das ist komplett egal. Ich wollte aber gerne vorher da sein, weil ganz im Ernst, Brände löschen würde ich lieber machen, als jetzt irgendwie im RTW zu sein, aber. Ja, da stand gerade Join Group, aber ich bin. Kann trotzdem beitreten, alles klar. Aha. Also hier sieht man auch schon wieder, die wurden Detail nachgemacht, also die wurden sehr schön hier gemacht. Kann ich hier bitte mal wieder aus dem Auto raus? Danke. Den nehme ich nicht. Da backt auch die Liga rum. Nehme ich auch nicht. Ich nehme den hier. Das ist ein schön kleiner Wagen. Kann ich meinen Spaß mit haben. Es gibt Wasserwacht bei der Feuerwehr als Auto. Okay. Autobahn kann ich nicht. Das. Dies war. Ich kann deine Sprache irgendwie nicht verstehen. Ach Junge, wer macht denn hier schon wieder so eine Kacke? Okay, bye. Okay, bye. Okay. Ja, hier zum Beispiel ist auch wieder, ne? Nur hinten geht der Blinker, aber Hauptsache vorne nicht. Oh, man. Ich meine, vorne ist ja auch nicht wichtig, ne? Wer will denn schon von vorne sehen, dass er irgendwo hier links oder rechts abbiegen möchte? Ach ja, ist das Leben schöner als RTW-Fahrer? Einfach mal ein bisschen auf der Hauptstraße rumfahren und nichts machen. Boah, wie gut ich denn fahren bin. Mal, ich hätte jetzt fast den Baum mitgenommen, aber habe ich nicht. Bin zu gut dafür. So, jetzt sind wir wieder in Potsdam. Jetzt gucken wir mal ein bisschen hier rum, ja? Da oben schwebt auch schon wieder so ein Teil. Sehr schön. Ah, hier ist die liebe Eddie. Okay, ich steige ein. Okay. Oder was haben wir hier? Hier steht irgendein. Was, ey, du? Ey, du da! Ich habe ja auch einen Namen, ne? Also, den schreibe ich auch so. Spielst du dann auch als Kripo?
Oder ich bin Rettungsdienst hier. Ich bin gerade frisch hier. Der Bankautomat bei der Feuerwehrwache wurde ausgeraubt. Schon wieder? Egal, das ist nicht meine. Das hat die Polizei zu tun. Hi, willkommen Stream. Spielst du da noch als Kripo? Ich war vorhin in SEK. Ich weiß nicht, ob ich in Kripo überhaupt rein kann ohne Ausbildung. Also, keine Ahnung. Drück mal 0 im Funkgerät oben. Willst du dich verarschen? Nein, warum soll ich das drücken? Dann kommt ein Notruf, Digga. Ich kenne das. So, wie sie hier lang driften und er kommt direkt auf die Wiese, Alter. Braucht er noch einen Unfall? Ja! Ja, er baut einen Unfall und er baut auch vor meinem Gesicht einen Unfall. Geil. Also so liebe ich das SEK-Team. Wo ist er? Ist er jetzt hier runtergefallen? Ne, das irgendwie hat das geschafft. Ah, I don't know. Oh, die Sirenen geben mir jetzt schon auf den Zeiger. Mal, ich bin. Hallo. Junge, dieses Sirenen-System ist irgendwie ein bisschen kaputt. Das hat schon einen Dachschaden. Irgendwie schon. Oder rast doch hier nicht so lang. Alter, er rast voll gegen die Wohnung. Es geht hier ab, man. Es geht hier ab. Was zum Teufel geht hier ab? Ach, moin, moin, meine aktiven Freunde, was geht? Ach ja, er bumst mich auch noch. Ich würde gerne hier einmal reinfahren. Ich möchte gerne einmal hier den Hinterhof fahren. Dankeschön. Hi, Henry, herzlich willkommen, Stream. Ich würde ja noch feiern, wenn du es ein Handy oder so noch geben würde. Ja, kommt bestimmt auch irgendwann mal, ne? Irgendwann mal in dem Sinne gar nicht. So, ich drücke jetzt hier mal die 0. Ich möchte einfach mal jeden ärgern. Geil. Kriegen jetzt wirklich so einen Notruf oder was? Geil. Daniel, bitte mich nicht hops nehmen. Ah, warum? Das hat doch Spaß gemacht. Was ist denn da dieses Haus da? Ich glaube, da fahre ich einfach mal ein Blaulicht hin. Das ist bestimmt was für uns. Also so wie ich fahre, Leute, das ist alles alles abgeklärt, weil die Fahrschule hat mir so den Führerschein beigebracht. Ah, so hat sie mir den Führerschein auch beigebracht. Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall. Niemand hat was gesehen. Leute, niemand hat gerade was gesehen. Das ist gerade das Autobahndefekt. Irgendwas ist gerade passiert, was gar nicht passiert ist. Das war unreal. Unreal. Wo ist denn das Haus? Ach, da ist das Haus. Vorbeigefahren. Nein, fahren wir nicht hier rein. Meine Fischschwester fährt aus. So. Nice. Ja, so fährt heutzutage jeder, ne? 2021 besteht nur aus sowas. Ja, Leute, wo bleibt die Feuerwehr? Stimmt, es gibt ja keine Feuerwehr. Joach. NIF 11. Ja, schönen guten Tag, der Rettungsdienst ohne Rettungsdienstkleidung. Super, ne? Der Atmungsbeutel. Notarzt. Beliebtax. Notfalltasche. Aha. Ah, nice.
Nico Boy Felix Argi. Ist hier überhaupt eine Person drinne? Oh, das ist offen sogar. Ich gehe mal hier rein. Ja, ich möchte mal kurz die Lage abchecken. Ah, oh, okay, ich gehe wieder raus, Bro. Nein, lass mich hier raus. Ja, da kann man nicht hoch. Oh, er ist ohnmächtig hier. Ja, wir haben hier einen ohnmächtigen, Bro. Wie kann ich das machen? Ich hab das. Oh, scheiße, jetzt wird's ernst, Leute. Ich hab das noch nie gemacht. Fuck, wie macht man sowas? Ich hab sowas noch nie gemacht. Kann ich den hier irgendwie drauflegen? Ich hab sowas noch nie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Was ist das jetzt? Ah, was passiert hier? Nein, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Hilfe, oh Gott. Jetzt sind die zwei ohnmächtig. Was muss man machen? Kacke. Ich bin am Verzweifeln so langsam, aber ich bin langsam am Verzweifeln. Was ist eigentlich mit deinem Ton? Was ist mit welchem Ton? Junge, la, mach doch mal die Kacke weg. Jetzt krieg ich ja auch noch Schaden wegen euch. Das bringt nichts, wenn du den Kopf. Oh Junge, will der mich verarschen, Alter? Junge, soll ich das mal bei dir machen? Wenn das gehen würde. Junge, ich stecke hier irgendwo. Ich sehe gar nichts, Alter. Ich sehe gar. Ich gehe raus. Ich kann nichts machen. Hier muss irgendwie die Feuerwehr oder so kommen. Wir können hier nicht reingehen oder gar nichts. Ja, das kann auch sein, TH Gamer, ne? Aber. Ja. Ja, aber ich kann dir nicht helfen. Ich. Werd ja von diesem scheiß Rettungsdiensttypen hier vergewaltigt. Der gibt mir so auf dem Zeiger, Alter. Wenn das von mir ein Zuschauer ist, dann hat er aber irgendwie einen Fehler hier. Jedes Mal, wenn ich diesen Stretcher auswähle, bin ich im Haus. Was soll die Kacke eigentlich? Alter, regt mich das auf. Weißt du was? Ich verziehe mich jetzt. Verziehe mich jetzt zum Hauptbahnhof. Ich habe hiermit nichts mehr zu tun. Was möchte er von mir? Er schreibt einfach nur nichts. Ich chill mich jetzt ja an dem Bahnhof hin. Ich habe nichts gesehen. Ich habe auch was. Alter, bist du Nervenzug? Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gemacht, kein gar nichts. Ich bin mit der Sache jetzt heraus. Ich werde das sowieso nur. Mir wird das sowieso noch wehgetan. Kann ich auch nichts für. Man kann bei der Feuerwehrkammer. Ja, irgendwie ist hier gerade alles buggy und das ist auch echt armselig, ne? So, weil. Oder du kannst doch von mir weggehen. Bitte nicht dem Stuff-Auto folgen, danke. Ah, bitte. Sollte man das Game wieder vernünftig. Komm. Ich möchte doch einfach nur in Ruhe einmal irgendwas spielen, wenn ich gerade schon die Möglichkeit habe zu streamen. Aber es macht mir hier nichts möglich, macht mir auch nichts vereinfacht. Ich kann jetzt auch nichts dagegen machen, Leute. Ich habe jetzt gerade mal eine Stunde 30 gestreamt. Würde jetzt einfach sagen, nee, jetzt, weil es wird eh langweilig. Es wird eh gerade nichts machbar im Game. Es wird eh gerade gar nichts funktionieren. Es funktioniert auch nichts. Also würde ich jetzt einfach sagen, Leute, ich beende den Stream jetzt hier an der Stelle und ich werde mal gucken, wann ich nochmal ein neues Stream werde. Auf jeden Fall bis dahin, Leute, bis zum nächsten Stream. Passt auf euch auf und ja, ciao, Leute.